Werbeunterbrechung, und zwar wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass es unseren Kalender fürs Jahr 2023 nur noch für kurze Zeit für 9,95 gibt. Danach wird er teurer und kostet dann 12,95. Also wenn ihr euch noch einen sichern wollt, dann seid schnell, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem neuen Filmchen. Hallihallo, meine Lieben. Ja, draußen wird es wieder kühler und dann kann man wieder richtig kochen. Ja, es wird jetzt wieder Zeit, dass ich mal wieder All-in-One-Gerichte und Hauptgerichte hier auf meinem YouTube-Kanal zeige. Und das wird jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall kommen. Ich habe wieder richtig Bock, richtig zu kochen. Es ist nicht mehr so heiß und da darf es auch mal wieder was Deftiges sein. Und heute mache ich einen Tortellini-Auflauf. Der geht wirklich ruckzuck. Ihr seht, die Zutaten stehen alle schon da und ich würde sagen, wir legen los. Als allererstes brauchen wir natürlich Tortellini. Da könnt ihr jetzt nehmen, welche ihr wollt, ob die mit Käse gefüllt sind oder mit Rindfleisch, Spinat. Ganz egal, ich habe jetzt gefüllte Tortellini mit Rindfleisch. Und zwar nehmt ihr, ganz wichtig, dass ihr die Tortellini aus der frischen Theke hernimmt, also die schon so vorgekocht sind. Und zwar 500 Gramm einfach in eine Auflaufform geben. Und dann werden die Tortellini mit Tomatenscheiben belegt. Ich habe 3 Tomaten jetzt einfach in Scheiben geschnitten und die gebe ich jetzt direkt auf die Tortellini drauf. Verteile die schön. Und im Anschluss habe ich 2 Kugeln Mozzarella auch schon in Scheiben geschnitten. Die verteile ich ebenso darauf. Und jetzt machen wir im Thermomix die passende Soße dazu. Und zwar brauchen wir jetzt 1 Zwiebel und 2 Knoblauchzehen. Die Zwiebel habe ich mir wieder halbiert. Kommt direkt hinein und 2 Knoblauchzehen. Dazu setze ich natürlich wieder meinen Mixi-Meiser ein. Und zerkleiner wie immer 3 Sekunden auf der Stufe 5. Den Mixi-Meiser nehmen wir jetzt raus. Was jetzt noch unten dran hängt, das nehme ich jetzt einfach mit dem Spatel und gebe es direkt in den Mixtopf hinein. Dann kommt etwas Öl dazu, denn das Ganze wird ein bisschen angedünstet. Und Tomatenmark. So, alles schön nach unten noch schieben, dass das schön angedünstet wird. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Und andünsten tue ich ja auch immer 3 Minuten. Auf der Varoma-Stufe und die Stufe 1. Jetzt kommt noch etwas Flüssigkeit. Jetzt kommt noch Flüssigkeit und Gewürze dazu, und zwar habe ich mir schon ruckzuck das Wasser abgemessen. Und zwar benötigt man jetzt 400 Milliliter Wasser. 100 Milliliter Sahne. Ihr könnt natürlich auch Milch nehmen, wenn ihr es ein bisschen fettreduzierter wollt. Aber ich habe mich jetzt wieder für Sahne entschieden. Und jetzt wird das Ganze noch gewürzt. Und zwar kommt natürlich wieder mein Alleswürzer hinein. Und zwar gebe ich da 2 Esslöffel dazu. Italienisch Würzer gebe ich 3 Teelöffel dazu. Und
ein bisschen Salz und Pfeffer. Die Soße wird jetzt einmal kurz aufgekocht und dann kommt sie auch schon über die Tortellini. Und zwar mache ich das jetzt 5 Minuten auf 100 Grad. Und wieder die Stufe 1. Soße ist fertig und es duftet schon. Mmh, lecker. Ja, und die kommt jetzt direkt auf die Tortellini bzw. auf die Mozzarella. Und ich mache das jetzt bewusst, dass ich vorher die Mozzarella schon drauf gegeben habe, denn ich finde es immer noch besser, wenn die Soße auf den Käse drauf kommt. Und jetzt heißt es hier einfach drüber gießen. Und jetzt kommt das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze, mittlere Schiene auf den Rost, so circa eine halbe Stunde. Das seht ihr dann schon, wenn der Käse oben so richtig schön goldbraun wird. Jetzt heißt es wie immer, schieb, schieb, in den Ofen rein. Die 30 Minuten sind um und ich hole es jetzt raus aus dem Ofen. Lecker, schaut mal, wie lecker das aussieht und ihr seht, es ist wirklich ausreichend an Flüssigkeit da. Ja, das genaue Rezept findet ihr ja wie immer unter dem Filmchen in der Infobox und ja, macht es auf jeden Fall nach, es schmeckt wirklich mega lecker. Und jetzt noch was anderes, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, ich würde mich freuen, wenn ihr mich da auch besuchen würdet, dann nehme ich euch so, ja, durch unseren Alltag eigentlich immer so mit in der Story. Und da erfährt ihr eigentlich auch immer das Neueste, wenn ich ein neues Filmchen hochlade und so weiter. Ja, schaut gerne vorbei. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Filmchen. Eure Ruckzuck-Manu.